Videodokumentation, nächster Teil. Also, wie ihr seht, schwitzig, ganz ordentlich. Ist auch echt heiß. Die Pfannen kann man kaum anfassen. Das habt ihr gesehen, ich musste das abdecken. So, was ist passiert? Sparren ist eingebaut, war ein bisschen gehampelt. Ich habe mich irgendwie bei der Länge der Blattung dann doch irgendwie vertan, die 15 cm länger geworden ist, als ich wollte. Und hier oben, diese Aufklauung hatte ich nicht so in Erinnerung, dass sie so riesig groß ist. Ist natürlich jetzt nicht geil, weil hier irgendwie nur noch 4 cm das tragen. Das heißt, im Wesentlichen lehnt der eigentlich nur hier gegen die Fette. Und das hier oben, ja, ist halt da wegen des guten Gewissens, aber das war ja das Erste, was hier auch bei der letzten schon weggegammelt ist. Also so richtig optimal ist sowas natürlich nicht. Man sollte das nicht so stark einschneiden. Eine Aufklauung sollte dann halt nicht bis zur Hälfte des Querschnittes gehen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Insbesondere, weil hier ja auch noch der Einschnitt für diese Gabel, wie heißt das denn? Ja, ihr wisst schon. Verschiftung, Verzapfung, wie auch immer ist. Und dann ist natürlich nur noch ein kleiner Teil des Querschnittes, der tragen kann. Ansonsten sieht das hier relativ gut aus. Hat alles ganz gut funktioniert. Ich musste hinten die eine Aufklauung auch noch mal einen Zentimeter verschieben. Diese hier, wie man sieht, ist leider ein bisschen zu groß. Also irgendwo ist ein Zentimeter verloren gegangen. Weiß nicht genau. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Dann Keil zwischengemacht, das heißt, es liegt auf jeden Fall an. Hier ist es ordentlich verschraubt, das Zeug hält alles. Das ist auch schön, dann kann ich hier wieder die Schalung drauf machen und dann eine neue Traufe bauen. Da unten bei der Blattung muss ich noch die Eisen reinmachen. Das ist jetzt erstmal provisorisch mit 6er Schrauben verbunden. Da kommen ja die 12er Gewindestangen durch, das mache ich aber nicht jetzt. Jetzt fahre ich schnell zum Getränkemarkt und dann zu Wolfgang, um die Hohlkehleisten zu holen, auf die die Schalung hinterher draufgeschraubt wird. Bis zum nächsten Mal.